Adios, amigos. Ich sitze jetzt hier bei Instant Coffee und Toast aus der Pfanne und ich freue mich, denn heute pflanzen wir die ersten Bäumchen. Es ist schon ein bisschen heller als sonst. Wir sind heute ein bisschen später dran. Die Arbeiter sind jetzt schon oben, aber Luis, der Supervisor von der Finca Armadillo, hat uns gesagt, dass wir heute ein bisschen später kommen können, weil sie oben noch einiges vorbereiten müssen und wir haben dafür am Sonntag schon den ganzen Tag noch gearbeitet. Wir haben am Sonntag die Plots, also die Parzellen des Versuchs, mit Schnüren markiert. Man sieht, unter diesen Bedingungen war das nicht ganz einfach, man ist nicht sehr schnell vorangekommen und das ist jetzt wirklich langsam, ich mache das mal ein bisschen schneller. Und ja, heute geht's los. Ich hoffe, die Koordination mit den Bauern, also nicht mit den Bauern, sondern mit den Arbeitern funktioniert gut. Als Spanisch-Neulinge mit den Leuten vom Land sich zu unterhalten, ist nicht ganz einfach. Man versteht so ein paar Brocken, aber es kommt nicht immer die ganze Botschaft an. Aber ich bin zuversichtlich, dass es trotzdem gelingen wird. Und damit ihr versteht, wie der Versuch hier aufgebaut ist, und was wir genau machen, folgt jetzt noch ein kleiner Hintergrundbeitrag. Im Projekt Bosque Fino wollen wir mit einem wissenschaftlichen Versuchsansatz herausfinden, wie man aufforstet, um möglichst bald einen naturnahen Wald zu erhalten, der einen hochwertigen Lebensraum für die heimische Flora und Fauna darstellt. In diesem Fall handelt es sich um einen tropischen Trockenwald und sieht hoffentlich mal so aus wie dieser hier. Hier sehen wir eine Karte der zur Verfügung stehenden Fläche. Links ist in etwa Norden. Die Fläche befindet sich an einem zum Teil steilen Westhang. Es existieren drei nennenswerte Bachläufe hier, hier und da, welche die Fläche bereits in vier Flächen aufteilt. Wir haben die Bachläufe genutzt, um die Fläche in vier Blöcke aufzuteilen. Block A, B, C und D. Jeden der Blöcke haben wir dann in vier ungefähr gleich große Parzellen unterteilt. In jedem Block werden so alle vier verschiedenen Versuchsansätze mit etwa gleich großer Fläche vertreten sein. Im Versuchsansatz 1 pflanzen wir sechs verschiedene Baumarten in einer Dichte von 1000 Bäumen pro Hektar. Versuchsansatz 2 hat ebenfalls 1000 Bäume pro Hektar, aber doppelt so viele verschiedene Baumarten. Die Versuchsansätze 3 und 4 enthalten jeweils nur 500 Bäume pro Hektar und in 3 pflanzen wir wiederum 6 Arten, während wir in 4 12 Arten pflanzen. Den prinzipiellen Aufbau des ersten Blocks wiederholen wir noch 3 weitere Male in den Blöcken B, C und D. Dabei achten wir darauf, dass die Parzellen einigermaßen gleichmäßig verteilt sind und sich zum Beispiel ein Versuchsansatz nicht immer oben oder immer unten am Hang befindet. Mit diesem Versuch möchten wir untersuchen, wie sich die Pflanzdichte und die Diversität der gepflanzten Baumarten auf den entstehenden Wald auswirken und ob zum Beispiel eine dichtere oder weniger dichte Pflanzung spontan aufkommende Vegetation anderer Pflanzenarten begünstigt. Aber auch viele andere Dinge kann man untersuchen. Dafür braucht es allerdings Zeit. Darum ist der Versuch auch als Langzeitexperiment geplant. In einem weiteren Video stellen wir euch noch die 12 verschiedenen Baumarten vor, die wir auf dieser Fläche pflanzen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.